Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute machen wir das, was ich gesagt hatte. Und zwar. Machen wir den neuen Fall. Und die heißt Adventskalender Akt. Einfach für das Aktivieren. Schon Copy, die kopieren wir einfach, machen wir Safe Safe 2. So, bitte. Die hier machen wir jetzt auch einfach mal so einfach über für Z-Adventskalender Fall 2. Weil hier müssen wir nur ein bisschen was abändern, überall erstmal den Punkt vorne ransetzen. Sagen wir nämlich hier jetzt p.get von dem Player p. Player p. So. p.get unique ID. String. Wir müssen erstmal noch vorher einen TFG setzen, denn Set. p.getUniqueID.toString plus .name p.getName. Leichter, um den Namen nachher von dem Spieler rauszukriegen. Default überschreibt halt nicht, das ist der Vorteil. Bitte. Safe 2. Wir wollen natürlich nicht CFG, sondern den zweiten CFG das abnehmen. Und standardmäßig das hier alles voll sein. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas my true love gave to me French hens, two turtle doves and a partridge in a pear. Wir machen es ja auch für jeden Tag, aber wenn wir jeden Tag jetzt zum Beispiel Geld geben wollen, machen sie es nicht, weil ich einfach. Vielleicht auch nur für einen Tag, für den 15. Tag halte ich das Geld einfach bei mir.
damit ihr wisst, wie das geht. Jetzt mal Kreuz. Überall. Calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Okay, fahren wir hier ab. Die Message soll ja mal wieder gesendet werden, aber if. Jetzt müssen wir hier Booleans natürlich einfügen. Ja, die machen wir, fragen wir einfach hier ab. Kann man vorerst Booleans festlegen. If CFG. CFG 2. Get Boolean P. Get UUID to win plus punkt. Das. Wir haben Fehler gemacht, nicht vorher, sondern du musst das halten. Also, oder wir verneinen hier jetzt einfach, dann ist es besser, weil dann kommt man nicht so durcheinander. Da ist einfach eine Verneinung sinnvoller und dann DFG. Punkt. DFG 2. Punkt. Set. Also dieses Verneinungszeichen hier, also das Ausrufezeichen ist eine Verneinung davor. In dem Fall muss ich davor setzen, nicht ist gleich, also ungleich gleich. Ja, ungleich halt. Ist ja also ein Ungleichzeichen, das heißt, es negativiert alles. Das heißt, in Mathematik, warte, ich mache hier mal jetzt das so. Macht ihr, wenn ihr Minus mal Minus rechnet, kommt ja Plus raus. Und wenn ihr Minus mal Plus rechnet, ja Minus. Und genauso arbeitet dieses Zeichen halt. Wenn ihr Nein habt und dieses Zeichen davor zu stehen habt, kommt gleich Ja raus. Und wenn ihr ein Ja habt und dieses Zeichen davor zu stehen habt, kommt gleich Nein raus. Das heißt, es kehrt einfach alles um. Einfach ein Umkehrungszeichen, Negativierungszeichen. In der Programmierung das Ausrufezeichen. Beim Zahlwert würden wir zum Beispiel schreiben 5. Nein, i, das ist jetzt ein Integer, ein beliebiger Wert. Ungleich 5, also solange i nicht 5 ist, führt er dann zum Beispiel was aus. So würde man das so machen, aber beim String heißt String ungleich und dann hier ein String. Aber wenn man halt beim Boolean, da muss es davor so davor gesetzt werden. Man kann auch so machen und int i, also i gleich 5. So kann man es auch machen. Hätte den gleichen Effekt, weil hier wird ein Boolean rauskommen und den negativiert man. Oder man macht das halt i und gleich 5, kommt ebenfalls ein Boolean raus und halt dafür, ob der Integer i in dem Fall jetzt, wenn er nicht 5 ist, kommt true raus, sonst kommt da false raus.
Genau das gleiche, was vorher sonst gekommen wäre. Also, nimmt sich auch nicht doll. Wir haben eine Theorie gehabt. Speichern wir hier mal. Wir müssen natürlich noch CFG 2, CFG. CFG 2 dann einsetzen. Das kann man für jeden Tag praktisch machen. Für Tag 5, 7, 14, weiß ich nicht was. Machen wir jetzt beispielsweise noch für den heutigen Tag. Ja, habe ich übrigens vergessen, dass die Folge ist genau heute, der 18. Ich habe gestern nicht mehr aufnehmen können, deswegen können wir auch gleich 2 Tage testen, ob die funktionieren. Und da ist der 18. Tag 18. Und hier tausche ich einfach auch Tag 18 aus. Speichern wir. Dann müssen wir im Player Join Event. Player Join Event was machen. P. Slacken.ak. Adventskalender File 2p speichern. Können wir es nämlich exportieren. Starten. Hier Minecraft und programmieren. Adventskalender. Start. Ja, also, was ich jetzt noch gleich dazu ansage, ist, es könnte heute ein bisschen später kommen, die Folge raus sein, dann wisst ihr ja warum. Weil ich einfach lang gebraucht habe fürs Rendern. Ja, Plugin hat fehlerfrei geladen, wie ihr seht. Das Plugin ist nicht kommerziell zu verwenden. Das heißt, man darf das nicht selbst verkaufen als ein eigenes. Oder auch nicht irgendwie damit Geld machen mit dem Plugin. Deswegen ist das eigentlich nicht schon wichtig und. Und da ist halt vom Autor, dass mir darin alle Rechte gehören. Ist halt so, zu sagen, damit es nochmal klar lesbar ist. Und dann hat das Plugin fehlerfrei gestartet, damit man sieht, das Plugin fehlerfrei gestartet und in diese beiden Linien, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Kann man auch verlängern oder so. Heute ist der 18. Haut auch hin. Aber langsam können, sieht man ja auch, dass die Methode, die Mod, die eindeutig klappt. Ändert sich halt auch täglich. So, 17. Hier wollten wir noch was umschreiben. 17. 18. Du hast 10 Coins bekommen. Nochmal 18. 5. Bitte. Dann gehen wir mal raus. Disconnecten. Connecten neu. Schöne Feuerwerk. Gehen wir AK 18 und 15. Wie ihr seht, überschreibt er auch nichts. Oder 5 oder 17. Und die Zählweise kontrollieren wir auch nochmal. Der Tag war noch nicht 6 Tage noch, das stimmt auch. Inzwischen haben wir schon ziemlich viel. Die Schilder funktionieren auch. Wie ihr seht, können wir jetzt noch einmal Coins, man kann sich nicht unendlich Coins hinzuschieben. Und ja. Jetzt ist mal erstmal das Security Null Light sein und machen. Programm von Time Set Night. Mit Absicht, weil jetzt connecte ich neu, weil ich mir das mal bei Nacht ansehen wollte. Sieht doch geil aus und das soll dann halt immer so besser kommen. 2 Stunden im ganzen Jahr.
funktioniert das ja nur. Und so, wir kontrollieren aber, wenn wir es jetzt rausnehmen aus der Säumethode mit dem Feuerwerk. Bornfeuerwerk. Wir können es auch deutlich länger anhalten lassen. Mit dem Countdown, der sich immer wiederholt, dass es immer wieder passiert. Also das ist Ressourcen zu sparen, ja, das mal so zu machen. Dann exportieren wir das nochmal. Ein Reload. Disconnect. Connect. Wie ihr seht, kein Feuerwerk mehr. Aber die Items funktionieren. Kann ich jetzt auch mal das hier gucken. Laufen wir ein bisschen rum hier. Und ja, damit würde ich eigentlich schon sagen, das war heute wieder mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mal einen Kommentar hin, wie euch das Projekt so bis jetzt gefällt. Was ich noch vielleicht einprogrammieren soll. Ich werde das nochmal machen mit dem. Aber was wollte ich nochmal machen? Ja, schon wieder vergessen. Super. Wollte uns was noch machen, das mir schon wieder nicht einfällt. Ja, werdet ihr sehen, ob es mir wieder eingefallen ist. Ich habe es ja schon ein paar Mal genannt, dann werde ich sehen. Die Farbe ändern? Nein. Ist jetzt auch egal. Da ist unsere Wand. Hier ist unser Lichtbaum. Ich weiß jetzt nicht, wo der Baum ist. Egal. Und damit verabschiede ich mich von euch heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Let's Play.